Hallo und willkommen zurück zu Train Fever. Wieder in den USA, hier an einem der, ja, vielleicht es könnte einer der großen Seen sein oder der Salt Lake in den USA, dieser große Salzsee. Wir sind auf jeden Fall hier, ja, in der Wüste oder zumindest in den Great Plains, in der Prärie. Naja, dazu fehlt hier eigentlich das hohe Gras, das hier bis zu 2 Meter hoch gestanden hat, als die, ja, europäischen Besiedler oder Siedler durch die USA gezogen sind, mit ihren Tracks, mit ihren Fuhrwerken, ähnlich unseren Leuten hier, die das Öl mit Pferdekarren durch die Gegend befördern. Wir haben unsere ersten Linien errichtet. Einmal eine Linie, die das Öl von hier bis zur Raffinerie befördert. Eine Linie, die die Waren, die aus dem Öl hergestellt werden, von hier in die Stadt nach Indianapolis befördern. Und ich hoffe jetzt, dass Sie den Weg hier runter nehmen, also über die Straße hier oben und nicht über diesen Feldweg hier unten. Ja. Ich glaube, hier dieser von Hand beförderten Ware, also wenn wir die Ware nicht mit unseren Postkutschen ja, hier transportieren, dann werden die automatisch irgendwann einfach transportiert und das passiert dann irgendwie, naja, ich sag mal so, von Hand. Da ist die Geschwindigkeit der Straßen egal oder der Wege egal. Deswegen nehmen sie auch hier so einen Weg. Aber unsere Fahrzeuge, die berechnen eigentlich mit ein, dass die Wege hier oben schneller befahren werden können. Wobei es bei den Kutschen eigentlich auch ziemlich egal ist, weil die sowieso nur 15 km/h fahren können und auch auf den Feldwegen 15 km/h fahren können. Wir wollen in dieser Folge weitere Gewerbe anschließen, aber was wir auch machen wollen, ist in Indianapolis den Nahverkehr zu etablieren. Dazu schauen wir uns die Landnutzung an. Wir sehen Industrie, Geschäftsgebäude, also Industrie hier unten, Geschäftsgebäude da und Wohngebäude hier oben. Und die Leute, die arbeiten nicht bei diesen produzierenden Gewerben hier und hier, sondern die arbeiten innerhalb der Stadt in diesen Betrieben. So, und die müssen wir jetzt verbinden. Und das machen wir auch, indem wir hier die Haltestellen nehmen und entsprechend dann hier an den Straßen die Haltestellen errichten. Wir machen hier eine. Wir machen, hier auf der Brücke geht es leider nicht. Dann machen wir, wo können wir denn hier die nächste hinbauen? Hier. Ja, geht es noch ein bisschen näher ran an die Brücke? Nein. Da und da. Ja, müssen wir auf beiden Seiten machen. Das hier ist die letzte Haltestelle auf dieser Straße. Hier wird dann gewendet, deswegen reicht hier eine. So, wir fahren also von hier los, gehen da oben hoch. Dann brauchen wir sowas wie eine Wendehaltestelle oder eine zentrale Haltestelle, an der mehrere Linien zusammenkommen. Und das machen wir mit so einer Haltestelle und zwar hier direkt neben dem Depot. Also fahren wir von hier aus dann dahin. Und dann machen wir weiter mit den kleinen Haltestellen. Also wir kommen von hier, fahren hier hoch, fahren dahin, fahren von da aus dann wieder zurück oder fahren wir hier oben? Ne, wir fahren da oben hoch. Das wird sich hier oben ja dann auch noch entwickeln. Fahren dann aber wieder hier runter und dann fahren wir hier entlang, da entlang, fahren dann hier rein, dann hier oben entlang, dann können wir noch hier oben reinfahren, denke ich mir, oder fahren wir dann, wir fahren dann vielleicht. Wir machen die Haltestelle hier vorne an der Stelle. Und dann fahren wir bis hier oben hoch. Also wir machen jetzt keine, die gesamte Stadt abdeckt. Oder machen wir es doch? Wird eigentlich noch gehen. Zumindest so, ich mag ja keine Ringlinien, aber wir können zumindest mal noch hier oben hochfahren. Und dann können wir eigentlich auch hier runter wieder. So. Und damit hätten wir es eigentlich schon komplett erschlossen, können aber auch nochmal hier reinfahren.
machen wir das doch mal so. So, und dann machen wir auch schon eine neue Linie. Hier hinten ist ja unser Depot. Straßenfahrzeuge kaufen? Nein, Quatsch. Wir gehen hier auf Linie. So, neue Linie. Jetzt geht mal an die Seite irgendwo, wo wir Platz haben. Da haben wir gerade Platz. Haltestelle hinzufügen. So, und dann fangen wir an hier unten. Jetzt habe ich da oben noch zwei Haltestellen gebaut. Das war auch ein bisschen unnütz. Moment, dann machen wir erstmal eine nochmal weg. Das war die. So. Also. Haltestelle hinzufügen. Wir fangen an hier. Gehen da hoch. Dahin. Dahin. Dann hier runter. Da lang. Da lang. Ihr seht schon, die KI sorgt automatisch für den Rückweg. Aber wir wollen nicht, dass sie eine Ringlinie bildet, sondern wir wollen, wie man das aus dem modernen Nahverkehr so kennt, dass wir hier richtige Linien von, also die einen Start und ein Ende haben. Wunderbar. So, und das nennen wir dann Indianapolis Linie 1. So, okay. Sehr schön. Da können wir dann auch direkt mal unsere ersten Pferdegespanne reinsetzen. Nein, Postkutschen. 1, 2, 3. Die werden sich automatisch eintakten, aber wenn ich jetzt erstmal 3 reinschicke und dann später nochmal 2 oder 3, je nachdem, wie viel wir da brauchen, dann sind sie schon von Anfang an ein bisschen besser verteilt. So, und bevor wir jetzt loslegen, kümmern wir uns erstmal noch darum, dass wir an einem anderen Ort ein bisschen Geld verdienen. Und zwar schauen wir uns mal an, was wäre denn da am sinnvollsten? Milwaukee hat ganz schön lange Wege hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber liegt natürlich genau hier dazwischen und die Waren kommen dann direkt dahin. Haben wir noch irgendwo was, wo es ein bisschen näher ist? Wir haben hier, guckt euch das mal an, bei Athens. Athens ist ja auch nicht klein. Machen wir das doch mal so, dass wir hier die Holzversorgung übernehmen. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir bauen hier erstmal eine schönere Straße. Na komm. Straße kann man noch ein bisschen eleganter legen. Ja, so machen wir das. Dann kriegt die Straße hier noch ein Upgrade. Und die hier ebenfalls. Und dann auch die. Bitte? Ich kann die nicht upgraden. Hey. Komisch. Okay, so. Da haben wir das Sägewerk. Und die wollen von sich auch schon. Nein, die wollen noch keine Vergrößerung vornehmen. Okay, so. Jetzt sind alle Waren verschwunden. Das ist immer tragisch. Das ist so ein kleiner Bug, den das Spiel immer noch hat. Müssen wir so mit leben. Ah ja, genau. Wir haben hier vorne noch vergessen. Diese Straße. Hier kann ich jetzt gerade die Hauptverbindung nicht upgraden. Das ist ein bisschen komisch. Naja. Da lassen wir uns aber trotzdem nicht davon abbringen, hier unsere Haltestellen hinzubauen, beziehungsweise Depots. So, und hier kommt außen einfaches hin. Das soll erstmal noch reichen. Und dann bringen wir von da die Ware natürlich hier runter nach Athens. Und die Station, die bauen wir, ich würde die am liebsten so irgendwo auf dieser Höhe hier irgendwo so hinbauen. Da haben wir aber überall Häuser im Weg. Wir können es jetzt so machen, dass wir könnten jetzt hier ein Haus abreißen und da eine Straße hinbauen. Aber 534.000, ihr seht schon, das ist eine Menge Geld. Das können wir uns auf gar keinen Fall leisten. Dann machen wir das doch folgendermaßen. Wir bauen dann da eine Straße noch rein, von hier oben kommt. Einmal. Und die dann hier oben direkt. Na, geht das nicht?
Machen wir das so und reißen dann das Stück hier noch ab. So, dann bauen wir uns quasi unsere eigene Straße noch hier vorne rein. Unsere eigene Seitenstraße, die wir dann hier haben. Okay, kann ich das hier noch upgraden, das Stück? Na, nicht wirklich. Okay, dann lassen wir das so. So, das Depot kommt dann, das kann man dann dahin bauen, aber einen kürzeren Weg. Sehr schön. Also, dann von hier das Holz zum Sägewerk und vom Sägewerk die Waren hier runter. Okay, also, ah ja, genau, da fehlt uns wieder ein Depot. Das können wir jetzt nicht mehr von hier hinten nutzen, da ist die Anreise viel zu weit und wir haben ja gesehen, wie die Entfernungen sind. Die sind da nicht ohne. Sondern wollen wir das Depot mal, ich würde das jetzt am liebsten hier so hinbauen, weil ich ja auch noch vorhabe, den Nahverkehr in Athens selber zu regeln. Also machen wir das so, können dann hier auch nochmal eben die Straße, auf diesem Stück hier, können wir das? Können wir? Naja, und da will es nicht. Okay, so, dann neue Linie. Neue Linie und da fahren wir von hier nach da und die nennen wir Athens Holz. Zack. Fertig. Und dann haben wir noch eine Linie, die fährt von da nach Athens und die nennen wir dann entsprechend dann Holzwaren. Zack. Okay. So, da brauchen wir noch die entsprechenden Fahrzeuge. So, erstmal Holz, dann nehmen wir 3 Stück. Und weisen die direkt mal der Holzlinie zu. Genau. Und dann nehmen wir noch 3 mit Güter. 1, 2, 3 und weisen die entsprechend der Warenlinie zu. So, und dann haben wir jetzt hier in Athens auch schon mal ein Depot. Und dann kümmern wir uns auch um die Landnutzung innerhalb dieser Stadt. So, und hier sehen wir, da ist es ein bisschen komplizierter, was den Verkehr dann angehen würde. Wobei man könnte hier eine Linie runterführen, da entlang, da entlang, da entlang, hier entlang. Könnte man theoretisch auch eine solche Linie machen. Und hier werden wir dann auch mal irgendwann einen Bahnhof bauen, um die Person in die nächste Stadt zu führen. Da würde ich dann sagen, machen wir auch eine zentrale Haltestelle in, naja, da, wo man den Bahnhof hinbauen würde. Da könnte man ja dann dahin bauen, aber da ist es ungünstig, dahin zu bauen. Vielleicht wohnen ja dann auch bald hier noch Leute an der Straße. Also hier ist schon ein bisschen komplizierter. Wir könnten jetzt so eine direkte Straße hier einmal von Nord nach Süd durchbauen. Oder eine der mir überhaupt nicht gefallenen Ringlinien. Na, wie machen wir das? Also wir nehmen uns erstmal hier die Haltestellen zur Brust. Zack. Und wir müssen ja auf jeden Fall hier runter. Und wir müssen auf jeden Fall auch hier oben hin. Wir fangen mal hier oben an mit 2 Haltestellen, die sich gegenüber liegen. Dann hier 2 Haltestellen. Und jetzt geht's los. Fahren wir gerade runter? Fahren wir gerade runter oder nicht? Wir fahren hierhin. Dann hier runter. Ja, wir machen das so. Halten dann hier, dann hier, hier unten. Dann haben wir hier hinten die ganze Freizeit noch dabei. Dann fahren wir, wenn wir von da aus kommen, hier lang, da lang, da lang. Hier oben lang und dann
Hier oben wäre eine schöne Stelle. Dahin. Und dahin. So, jetzt darf ich nur nicht vergessen, wie ich die Linie gerade geplant habe. Das ist ja immer der Trick an der ganzen Sache. So. Wir fahren so, 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 so und so. Und zurück dann genau den gleichen Weg. Und dann hoffe ich gleich, dass ich alle Haltestellen erwischt habe, dass uns da keine fehlt. Und damit haben wir eigentlich eine recht gute Abdeckung. Hier vorne, das passt. Wir haben rundherum überall Haltestellen, wo sie hingehen können. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Und wir sind hier in... wir waren in Athens, genau. Okay. Nicht schlecht. Da haben wir jetzt zwar keine zentrale Haltestelle, wie ich das in Indianapolis gemacht habe, wo man dann umsteigen könnte, aber das kann man hier oben, das kann man noch irgendwie hinzufügen. So, gehen wir auf das Depot und jetzt kann ich da gerade, wieso kann ich da, ah ja, jetzt kann ich Straßenfahrzeuge kaufen. 1, 2, 3, die weisen wir zu Athens, Linie 1. So, und wir nehmen die Pause raus und haben jetzt schon unser Geld auf 873.000 reduziert. Hier fahren die Fahrzeuge los. Zum einen die Kutschen, die hier oben die Waren transportieren und zum anderen auch eben die für den Nahverkehr. Wir gehen jetzt nach Indianapolis und da schauen wir mal an, ob wir da schon die ersten Taler verdienen können. Vorne sind die ersten Postkutschen unterwegs. Guck mal hier, die fahren 18. Schneller können sie da nicht fahren. Die müssen dann gleich auf dieser Straße ein bisschen beschleunigen. Gucken wir mal. Ich glaube, die gibt ein bisschen mehr Gas. Na, macht's es? Also eigentlich nicht. Die hat gerade noch gebremst, aber gut, die hat hier hinten dann auch die Kurve. Da müssen sie natürlich vom Gas gehen. Naja, gucken wir gleich mal, ob die noch ein bisschen schneller fährt. Ob die hier auch 20 fahren kann innerhalb der Stadt. Der Stadt, in Anführungsstrichen natürlich. Des kleinen Nestes, muss man sagen. So, 17 fährt sie schon mal. Bin gespannt. Ja, das sind die Kosten. 18 km/h. Mehr kann sie nicht fahren. Schade, aber gut. Das wird sich dann natürlich noch ändern. Mit neuen Fahrzeugen. Da bin ich mal gespannt. Ah, guck mal hier hinten. Da haben wir schon die ersten Leute, die da stehen. Stehen schon die ersten Personen. Und hier vorne hat sich gerade auch schon was entwickelt. Die Einkaufsmöglichkeit hat sich da gerade entwickelt. Hier hinten haben wir gerade wie viel? 5 Personen. 5 Personen, die dann mit unserer Linie fahren wollen. Sehr schön. Ich bin begeistert. Da liegen 5 Öl im Lager. Oder im Depot. Und jetzt, das sind unsere ersten Öltransporte, die hier hochkommen. Es geht hier wirklich bergauf. Man sieht. Jo. Nicht schlecht. So, ich versuche hier mal Screenshots irgendwie hinzukriegen. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Das hier ist einer mit Gütern, der da jetzt unterwegs ist. Also die ersten Güter sind auch schon auf dem Weg. Und wie ich hier dem Entgegenkommenden ansehe, vermute ich mal, dass sie jetzt auch alle den Weg hier oben entlang nehmen. Sehr gut. Weitere Waren werden da intransportiert. Sieht alles gut aus. So, da liegen 6 Öl im Lager. Schicken wir mal noch 2 Pferdegespanne für Öl auf die Linie. Indianapolis, Öl. So, dann muss das reichen. Ja, hier werden die ersten Personen gleich mitgenommen. Wie viel haben wir hier? Oh ja, jetzt Jahreswechsel. Nee, Monatswechsel war gerade. Okay. 5 da, 5 da,
Zwei da. Wie viel gehen hier rein? So viel gehen wahrscheinlich gar nicht rein. Vier, okay. Schauen wir jetzt mal nach Athens. Und hier den Kontostand müssen wir ja auch mal im Blick haben. Können nicht das gesamte Geld ausgeben? Doch, können wir schon. Wir können auch Kredit aufnehmen. Auch nicht verkehrt, das zu machen. So, gucken wir mal hier. Ah, guck mal da. Da haben wir auch schon die ersten Personen auf der Linie. Also das muss sich natürlich erstmal etablieren, dass man hier so eine Linie hat. Und dann werden wir hoffentlich auch hier schöne Gewinne rausholen. So, ich denke mal, hier können wir die nächsten beiden Fahrzeuge reinsetzen. Athens Linie 1. Und Indianapolis, haben wir da jetzt gerade schon zwei weitere Kutschen reingesetzt? Nein, haben wir nicht, oder? Haben wir. Moment, muss ich eben gucken, ob das die sind. Linie 1, da haben wir nur drei Kutschen, dann kommen da noch zwei dazu, dann haben wir da auch fünf Kutschen. Und damit sollten wir dann alle, ja, das gesamte Passagieraufkommen dann hier auch bewältigen können, hoffentlich. Okay. Hervorragend. So, und jetzt ist natürlich das Spiel mit dem Namen Train Fever eigentlich auch darauf ausgelegt, dass man hier Züge benutzt. Warum setze ich jetzt keine Züge ein? Wenn ihr euch das letzte Let's Play angeschaut habt, dann habt ihr ja sicherlich gesehen, dass es Probleme gab mit der Bahn. Die war zu teuer und hat einfach zu wenig eingebracht. Und wenn wir uns jetzt hier mal die Versorgung anschauen, Moment, ich muss mal wieder Cargo einschalten. Wenn wir uns jetzt hier die Waren, ja, Transporte oder die Warenlinien hier anschauen, da sehen wir einfach, dass wir hier keine Möglichkeit haben, Geld zu verdienen mit einem Zug. Dafür sind die Entfernungen zu kurz. Die Steigung ist hier in dem Fall gar nicht mal so hoch, aber ich denke, mit kleinen Fahrzeugen kommen wir da momentan auch besser aus. Wenn sich das ändert, kann man da natürlich umsteigen auf Bahnverkehr. Und das werden wir auch machen. Aber hier zum Beispiel, da wäre es durchaus möglich, dass man von hier oben hier hinten hin mit dem Zug fährt und da dann auch die, ja, dann eine Linie hier durchbaut. Das wäre durchaus möglich. Ich kann ja mal schauen, was soll uns das denn kosten, eine Linie von da oben hier runter zu bauen. Oha, na da aber. Ja, okay, das wäre mit Tunnel und so weiter, das wäre natürlich momentan finanziell nicht machbar. Was kostet uns ein Bahnhof für Cargo? 64.000, mit ein bisschen Begradigung vielleicht 70.000, dann bräuchten wir noch hier einen, der Zwischenhalt macht, mit eigentlich mit zwei Gleisen, weil sich da zwei Züge begegnen müssen. Oder wir machen das so, dass wir einen Zug verwenden. Nee, das geht gar nicht. Der eine, der wäre nämlich ein Rungwagen und der andere wäre ein geschlossener Güterwagen. Das würde nicht gehen. Da müssten wir zwei Züge einsetzen. Oder wir machen einen, der jeweils drei Waggons dran hat. Das wäre auch also drei Waggons, drei Rungwagen und drei Güterwagen. Tja. Das ist aber jetzt auch erstmal egal. Wir haben dafür nämlich gar kein Geld. Wir können aber mal reinschauen, was uns die Linien denn schon so bringen. Wir sehen, Indianapolis Öl, die bringt uns schon knapp 50.000 an Ertrag und da oben Athens Holz auch schon den ersten Ertrag. Hervorragend. Hier sehen wir auch den Takt, mit dem die Fahrzeuge unterwegs sind. Ja, Indianapolis Öl, da haben wir ja ein paar Fahrzeuge noch nachgekauft. Vielleicht können wir mal nach Athens gehen und da noch ein paar Fahrzeuge einsetzen. Ich guck mal hier rein. Ja, da lagert sogar schon Öl. Das machen wir, Öl, Holz. Da kaufen wir noch zwei Fahrzeuge für die Holzlinie. Und dann natürlich auch zwei für die Warenlinie. Hier, Güter. So. Und Holzwaren. Zack. Okay. Das müssen wir dann alles hier im Auge behalten. Das wirkt sich dann natürlich auf unseren Kontostand aus. Und wenn wir mal hier mal reinschauen, Athens, da stehen überall an den Haltestellen tatsächlich Leute. Da bin ich doch schon mal
positiv gestimmt. Sehr schön. Ich denke, das wird sich lohnen, den Kutschen hier lang zu fahren. Können wir mal schauen, die fährt noch minus. Habt ihr keine Passagiere dabei? Ja gut, die müssen sich erstmal verteilen, ne? Deswegen warten hier zum Beispiel dann auch die Fahrzeuge an den Haltestellen. Na gut, der wartet vielleicht, weil der Passagiere hier. Ja, oder der hat einfach so gewartet. Ja, also die takten sich noch ein. Verteilen sich dann auf diese gesamte Linie. Sieht's ja auch. Teilweise haben sie es ja schon hingekriegt. Aber die müssen natürlich auch erstmal hier die Gegenrichtung fahren. Und da haben wir den ersten, der in die Gegenrichtung fährt. Jo. Sehr schön. Das also Athens. Dann schauen wir uns nochmal Indianapolis an, den Nahverkehr. Ah ja, hier sehen wir auch schon die ersten Waren, die hier angekommen sind. Und damit, wenn die bekommen. Ich glaube, dadurch wächst dann auch die Stadt. Sehr schön hier. Okay, hier haben wir Passagiere. 5, 2 und da haben wir eine Kutsche. Ist voll besetzt. Sehr schön. Wir könnten da vielleicht sogar noch weitere Kutschen einsetzen, aber da müssen wir erstmal gucken, wie sich das hier so einspielt. Die auch schon Gewinn machen. Also die machen jetzt natürlich bei der ersten Tour erstmal noch Minus, aber soll sich dann tatsächlich mal irgendwann einpendeln. Ah, guckt mal hier. Jetzt machen wir sogar tatsächlich insgesamt schon hier 55.000 plus 7.000 sind wir bei 62.000. Ja, da machen wir hier sogar schon inzwischen schon Gewinn. Da machen die drei Linien, die hier noch Minus machen, die sind da schon mit drin. Sehr schön. Sind wir also schon auf einem guten Weg. Und ich denke, wir können dann an der Stelle mit einem Blick auf die aktuelle Linienverwaltung die erste Pause einlegen. Na, die zweite Pause einlegen. Und ja, ah, Heten. Ist das jetzt gewachsen? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist gerade gewachsen, oder? Ja. Gut, dann, wie ich gerade schon den Satz anfangen wollte, machen wir an der Stelle eine Pause. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bitte kommentieren und schreibt mal, was ihr davon haltet, auch von dem Konzept, was ich in der letzten Folge schon angesprochen habe. Ich nehme jetzt gerade nämlich die zweite Folge hintereinander auf. Also eigentlich ist es für mich gerade gewesen, dass ich das gesagt habe. Ja, was ihr davon haltet, dass ich erstmal 10 Folgen aufnehmen möchte und dann eine Abstimmung machen möchte, wie es dann so weitergeht. Vielleicht habt ihr das aber auch schon in dem letzten Video geschrieben. Dann hat sich das jetzt erstmal erübrigt. Kommentare sind natürlich trotzdem gerne erwünscht. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!